Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Und wir sind hier beim Ja-Sager, so heißt der gute Freund. Und der sieht auch ganz freundlich aus, wieso sollten wir da nicht mit ihm sprechen? Die Frage ist nur, warum hat Benny einen Roboter von Mr. House hier bei sich? In einer zerstörten Wand, in einem geheimen Raum, wo man anscheinend Geld gedruckt hat. Ist das ein Gelddruckautomat? Nee, das ist eine Bohrmaschine. Hier gab es irgendwelche Arbeiten. Wissenschaftler vielleicht? Hier wurde irgendwas gemacht, aber keine Ahnung was. Hallo! Schön, Sie zu sehen! Was kann ich heute für Sie tun? Was machen Sie hier? Gute Frage. Meine Aufgabe ist es, das Datennetzwerk von Mr. House zu überwachen und seine verschlüsselten Sendungen zu dekodieren. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin ein Securitron vom Typ PDQ-88B. Aber Sie können mich Ja-Sager nennen. Ja-Sager? Was ist das denn für ein komischer Name? So nannte mich Benny immer. Wahrscheinlich, weil ich darauf programmiert wurde, so hilfsbereit zu sein. Aha. Hast du Benny gesehen? Wo ist er hin? Er war vorhin noch da. Wahrscheinlich ist er jetzt unten auf der Casino-Etage. Sie können hier auf ihn warten, wenn Sie wollen. Ich kann Sie nicht bitten zu gehen. Benny hat mir einen Platin-Chip gestohlen. Weißt du, wozu er dient? Sicher. Benny hat ihn mir einige Male gezeigt. Es ist ein Datenspeicher. So eine Art Holoband, aber viel fortschrittlicher. Und was den Inhalt betrifft, in Datenübertragungen von Mr. House klang es so, als könne man mit dem Chip irgendein Upgrade seiner Verteidigungssysteme vornehmen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Der Chip hat ein eigenes Format. Sie bräuchten besondere Hardware, um den Inhalt lesen zu können. Im Netzwerk gibt es zwei Orte mit Nicht-Standard-Hardware. Das Lucky 38 und eine Einrichtung unter dem Fortification Hill. Dort würde ich suchen. Okay. Benny hat einen Securitron umprogrammiert, ganz alleine? Oh, er hatte etwas Hilfe von einer Freundin. Sie sagte, sie würde in einem Fort in Freeside leben. Aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Aha. Einer der Anhänger. Aber wer? Was ist das hier für ein Ort? Dies ist Bennys Werkstatt. Während der Renovierung des Tops hat er diese Hälfte der Etage für den Eigenbedarf absperren lassen. Man könnte sagen, das ist meine ganze Welt. Ich glaube nicht, dass ich diesen Raum je verlassen habe. Aber das macht nichts. Ich beschwere mich nicht. Was hat die Benny mit dem Chip vor? Oh, er will Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Aha. Damit sollte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House erhalten. Vor allem über die Securitrons. Und dann mache ich, was Benny sagt. Du bist ja sehr freizügig mit diesen Informationen. Ich wurde programmiert, um zu helfen und alle Fragen zu beantworten. Allerdings hat wohl keiner erwogen, den Kreis der Fragenden einzuschränken. Das ist gut. Was wahrscheinlich ziemlich dumm war, oder? Ein bisschen. Was wäre, wenn ich Bennys Plan umsetzen wollen würde? Dann müsste ich Ihnen helfen. Offensichtlich will Benny das nicht, aber es ist nicht mein Fehler, dass ich nicht Nein sagen kann. Was sind die Einzelheiten des Planes? Oberstes Ziel ist es, Mr. House auszuschalten und meine neuronale Rechenmatrix im Zentralrechner des Lucky 38 zu installieren. Ihnen als Neuankömmling würde ich auch noch empfehlen, sich mit den Stämmen der Region vertraut zu machen, sodass Sie sie besser einordnen können. Bis Sie all das erledigt haben, sollte die Legion kurz vor dem Angriff auf den Hooverdamm stehen. Und wir werden die letzte Phase des Plans einleiten. Aha. Wildcard. Führungswechsel. Du hast etwas über einen Bunker beim Fort gesagt. Richtig. Das ist einer von zwei Orten in Mr. Houses Netzwerk mit Nicht-Standard-Hardware. Ich vermute, es gibt dort ein Lesegerät, das den Chip dekodieren kann. Und wer weiß was noch? Vielleicht einen Riesenroboter oder so etwas.
Ein Riesenroboter, ja? Das sehe ich mir mal an. Schön. Informieren Sie mich über Ihre Erkenntnisse. Aha. Mal angenommen, Mr. House hätte einen Unfall. Wie würde das passieren? Da muss ich eine Wissenslücke einräumen. Ich war noch nie im Lucky 38. Das hat noch niemand geschafft. Aber Mr. House ist dort drin. Es ist der zentrale Knoten seines Netzwerks. Ich war im Inneren des Lucky 38. Wirklich? Wow, erstaunlich. Dann können Sie Mr. House ja jederzeit ermorden. Benny hat immer nur darüber geredet, wie er ins Lucky 38 hineinkommt. Aber Sie haben das Problem bereits gelöst. Tja. Beeindruckend. Ich weiß. Was Sie jetzt noch brauchen, ist der Platin-Chip. Sie wissen doch, der, für den Benny einen Kurier in der Nähe von Good Springs umbrachte. Weißt du etwas über den Kurier, den Benny erschossen hat? Ich wusste, dass er den Platin-Chip trägt. Und ich wusste genau, wo Benny auf ihn warten müsste. Oh. Darum hat mich Benny hierher gebracht, um die Datenübertragungen von Mr. House zu überwachen. Sie sind kodiert, aber ich bin ein guter Entschlüsseler. Wussten Sie, dass Mr. House allein letztes Jahr 812.545 Kronkorken für die Bergung des Platin-Chips ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder dass es 7 Kuriere gab, von denen 6 Müll trugen? Wie wäre es mit genauen Routen und Informationen über die Söldner, die Sie beobachteten? Ich wusste das alles. Ziemlich schlau, oder? Genial. Ich bin der Kurier, den Benny erschossen hat. Ich weiß, dass das nicht stimmt, denn Sie haben ja Ihren Kopf noch. Ich meine es ernst. Das ist nicht lustig, so ein Kopfschuss. Ich hätte wirklich nicht so stolz auf diese Planung sein sollen, oder? Jetzt fühle ich mich richtig mies. Ja. Okay, nein, das sagen wir jetzt nicht. Wo ist der Platin-Chip? Benny trägt ihn immer bei sich. Er ist wohl so paranoid zu glauben, dass ihm jemand ihn wegnehmen könnte. Der Platin-Chip ist der Schlüssel zur Überbrückung und Ausnutzung der Sicherheitssysteme von Mr. House. Sagte ich gerade Ausnutzung? Das ist kein sehr schönes Wort. Sobald ich den Platin-Chip habe, was passiert dann? Ich würde ihn an Ihrer Stelle sofort zu Mr. House bringen. Dann glaubt er, Sie helfen ihm. Und wenn er sich umdreht, kaum! Die große Frage ist, ob man ihm den Chip schon geben soll, bevor man ihn erledigt. Immerhin weiß er genau, was damit zu tun ist. Er könnte ja seine Verteidigungsmittel sofort verbessern oder sogar neue freischalten. Und mit diesen Verteidigungs-Upgrades könnte es schwieriger werden, ihn auszuschalten. Schwer zu sagen. Es liegt an Ihnen. Melden Sie sich, wenn alles bereit ist und ich rolle ins Lucky 38. Habe ich mit dem Chip recht, kann ich mich auf dem Zentralrechner installieren. Das wird großartig. Ich werde Ihnen helfen, so viel zu erreichen, ob ich nun will oder nicht. Sollte ich diese Stimme fragen, ob Sie ein unabhängiges Vegas unterstützen würden? Oh, das meinte ich nicht. Wer braucht schon deren Unterstützung? Die Securitrons sind alle Unterstützung, die Sie benötigen werden. Ich meinte, dass Sie sich mit diesen Stämmen vertraut machen sollten und entscheiden, welche Sie mögen und welche nicht. Es geht um die Zukunft von Vegas. Wählen Sie Ihre Nachbarn. Wenn Ihnen ein Stamm gefällt, dann lassen Sie ihn in Ruhe. Und wenn ein Stamm böse ist oder ein Problem werden könnte, dann löschen Sie ihn einfach aus. Es ist alles Ihre Entscheidung. Mhm. Ich würde gern noch einmal über den Bunker beim Fort hören. Genau. Wie schon gesagt, ist er wahrscheinlich ziemlich wichtig, weil er mit Nicht-Standard-Hardware ausgestattet ist, so wie das Lucky 38. Ah, okay. Die Daten auf dem Platin-Chip bleiben ein großes Geheimnis, bis Sie ein spezielles Lesegerät zum Dekodieren finden können. Ist das nicht frustrierend? Das heißt, wir werden von diesem Fort aus das Ganze aktivieren müssen. Welche Stämme sollte ich denn besser kennenlernen? Davon gibt es viele. Einige haben Sie vielleicht schon kennengelernt, etwa die Vorsitzenden. Sie sollten unbedingt die anderen Familien auf dem Strip besuchen, also die Omertas und die Feinschmeckergesellschaft, um mehr über sie zu erfahren. Auch abseits des Strips gibt es wichtige Gruppen, wie die Rumser, die Großkane und die Stählerne Bruderschaft. Okay.
Was weißt du über die Rumpsa? Das müssen wirklich üble Leute sein. Ich habe noch nichts Gutes über sie gehört. Sie schießen mit ihrer Artillerie auf jeden, der sich ihrer Siedlung auf der Nellis Air Force Base nähert. Wenn das nicht unhöflich ist. Wenn man sie aber davon überzeugen könnte, mit ihren dicken Dingern Richtung Legion oder RNK zu rumsen, wäre das wieder eine praktische Sache, oder? Ah, ich hatte in Fallout 3 damals irgendwo eine Gegend gefunden, wo ich dachte, dass Raketen auf mich fallen würden, aber tatsächlich war das der Ort der Rumsa. Stimmt ja, Freunde. Oh Gott, ist ja so lange her. Okay, sprechen wir was anderes. Das wird auch erstmal reichen, wir werden die Informationen an den Leuten selbst suchen. Als allererstes brauchen wir den Platin-Chip. Und dazu müssen wir Benny entweder beklauen oder ihn umbringen. Und ich glaube irgendwie, dass er gleich die Tür reinkommt. Nee. Oh, wer bist du? Vorsitzender? Es sah so aus, als würden die auf mich zukommen, ne? Erfordert Schlüssel. Okay. Wir müssen also als nächstes Benny suchen. Um Benny den Platin-Chip abzuknöpfen, dann geben wir ihm nämlich Mr. House. Und ich hoffe, es wird die Möglichkeit geben, ihm zu sagen, dass wir ihm den Platin-Chip noch nicht geben. Vielleicht wird er mich dann umbringen oder so, aber naja, gut. Passiert. Ich werde euch noch nicht sagen, auf welchen Seite ich mich schlagen will. Es gibt extrem viel, was man machen könnte. Deswegen werden wir uns auch gleich zum nächsten Truppe aufmachen, nachdem wir den Platin-Chip haben. Aber als allererstes würde ich gerne tatsächlich Benny suchen. Ring-a-ding-ding. Tatsächlich. Dafür müssen wir aber... Hof? Wo zum Teufel bin ich? Mann, so verwirrend. Ich glaube, der stand unten in der Ecke, ne? Stand er nicht irgendwo? Du bist doch Benny. Nein. Na, gefällt Ihnen der Wahnsinn hier? Moment, ich werd erstmal mit seinem Kollegen da hinten sprechen und ihm zwitschern, was ich gefunden habe. Hallo, Dude. Da sind Sie ja wieder. Haben Sie was gefunden? Benny hat einen Security umprogrammiert. Er versucht, den Strip zu übernehmen. Er will was? Oh, verdammt. Verdammt. Das ist wirklich schlecht. Was werden Sie tun? Ich dachte mir, dass ich mit dem Kerl rede. Vielleicht kann er sich einigen. Es gibt nur eine Lösung. Ich muss ihn ausschalten. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe erst mal ein paar andere Fragen. Klar, was brauchen Sie denn? Ja, das Plätzchen hier? Nö. Nein! Sind Sie schon bereit, es mit... Hä? Geht. Aber haben wir doch schon untersucht. Sind Sie schon bereit, es mit Ben... Okay, wir reden erstmal mit ihm. Keine Ahnung, ich hab mich da rausgeklickt und plötzlich gab es die Option nicht mehr, dass es einen Weg gibt, sich zu einigen. Schade eigentlich. Aber da hinten müsste Benny stehen, ja da. Hallo. Was in drei Teufelsnamen? Wir bleiben im Takt, was? Ganz locker. Ganz locker. Hallo? Der Typ, der ins Lucky 38 gegangen ist, das warst du? Oh, scheiße. Oh, yeah. Das Spiel ist aus, Benny. Ich hatte eine kleine Unterhaltung mit Ja-Sager. Du solltest an deiner Treffsicherheit arbeiten. Mr. House will den Platin-Chip, rück ihn sofort raus. Nenne mir einen Grund, warum ich dich nicht umbringen sollte. Das ist gut. Du willst einen Grund, was? Wie wär's denn mit gleich vier? Man nennt sie Leibwächter und jeder von ihnen hat ein Schießeisen. Ich übrigens auch. Also sind das schon fünf. Noch dazu ist jeder Vorsitzende hier bewaffnet. Und nicht mit so Erbsenpistolen, wie du sie vielleicht an den Kontrollen vorbeigeschmuggelt hast. Auf jeden Fall bist du nicht hier, um Rache zu nehmen, sondern du willst wissen, was abgeht. Ganz genau. Warum verdrücken wir zwei uns nicht und suchen uns ein privateres Plätzchen? Dann beantworte ich alle deine Fragen. Mm.
Das Spiel ist aus, Benny. Ich hatte eine kleine Unterhaltung mit Ja-Sager. Baby, wir sollten hier nicht darüber reden. Wie ich schon sagte, wir sollten irgendwo miteinander sprechen, wo es ein bisschen privater ist. Schade, ich dachte, ich hätte ihn schön in die Ecke drängen können. Aber wir sagen ihm nochmal, ich will den Platin-Chip und ich will ihn jetzt. Das kann ich nicht machen. Und das weißt du auch. Die Sache hat eine Menge Knackpunkte und reichlich Verflechtungen. Aber auch reichlich Action. Genug für uns beide. Doch darüber quatschen wir lieber nicht in der Öffentlichkeit. Wie ich schon sagte, wir... Ja, ja. Na gut, woran hast du gedacht? Erstmal kriegst du die Präsidentensuite. Das beste Zimmer des ganzen Hauses. Du hast dir einen Vorgeschmack auf das Leben als VIP verdient. Ich hänge noch ein wenig hier unten rum, als ob nichts gewesen wäre. Dann komme ich nach. Alle Fragen beantworte ich dir. Garantiert. Aha. Zwei Bedingungen. Die Leibwächter verschwinden und wir gehen sofort in die Suite. Wenn du mir dann vertraust, mache ich es. Folge mir. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, und zwar meinem alten Spielstand, dass er nicht kommen würde. Oder dass er wenigstens kommen würde, um mich zu erschießen. Eins von beiden. Also er hätte sofort den Kampf begonnen. Verpiss dich. Okay, wollen wir mal sehen, ob er jetzt auch sofort das Feuer eröffnet oder ob er tatsächlich reden möchte. Da wäre ich nämlich gespannt drüber. Wo ist er hin? Ach da. Jetzt, wo du und ich unter uns sind, muss ich dich was fragen. Warum bist du noch am Leben? Was sagen wir ihn am besten? Nennen wir es doch einfach Zufall oder belassen wir es dabei? Zufall ist was für Verlierer, Baby. Irgendwer hält da die Fäden in der Hand. Nachdem wir dich umgelegt hatten, wie konntest du mich da verfolgen? Nein. Das Wie ist egal, ich bin hartnäckig, das ist alles. Na gut, du hast in Boulder City wohl etwas verloren, Benny sein Feuerzeug zeigen. Wenn ich nur dran denke, dass ich diese Zunderbüchse für meinen Glücksbringer gehalten habe. Wie ironisch. Tja. Jetzt haben wir wohl genug um den heißen Brei herumgeredet. Verrate mir doch mal, wie der Wind wehen wird. Ich frage mich, warum ich dich nicht einfach umnieten sollte. Ich habe Fragen und zwar eine Menge. Wenn du glaubst, dass wir zusammenarbeiten könnten, dann lass dein Angebot hören. Das klingt gut. Du hilfst mir und ziemlich bald werden die Vorsitzenden den ganzen Strip regieren. Mit reichlich Roboterunterstützung. Du kriegst einen saftigen Anteil. Aber bis dieser Tag kommt, kriegst du ein Gehalt und einen Bonus für Spezialmissionen. Wie klingt das? Erst die Antworten, dann entscheide ich. Du hast Fragen, ich hab die Antworten. Immer der Reihe nach, erzähl mir zuerst von dem Platin-Chip. Das ist House Heimvorteil, Baby. Damit kann Mr. House die Sache zu seinen Gunsten drehen. Der Chip gehört mir, gib ihn her. Baby, geh mal vom Gas. Es sollte jemand den Chip kriegen, der was damit anfangen kann. Sprich, ich und nicht du. Du kriegst einen Anteil, und zwar einen ordentlichen. Aber der Chip bleibt bei mir. Das ist nicht der Deal. Das ist nicht der Deal, mein Freund. Und wie funktioniert der Chip? Er ist eine Art Datenspeicher, verstehst du? Die Daten auf dem Chip sind das Platin, nicht der Chip selbst. Problem dabei ist nur, dass der Chip in keinen Computer passt, den ich auftreiben konnte. Dafür braucht man wohl spezielle Hardware. Und was macht der Chip? Es hat irgendwas mit den Securitrons zu tun, so viel weiß ich. Verbessert wohl ihre Schlagkraft, gibt ihnen mehr Rums. Könnte vielleicht ein bisschen was helfen, wenn man den Strip gegen Caesar's Legion oder die RNK verteidigen will. Oder vielleicht gegen beide. Mhm. Sprechen wir über was anderes. Mal gucken. Das ist... Ich habe noch nie mit ihm darüber gesprochen. Ich habe ihn ja bisher immer umgebracht. Die Frage ist, wenn ich sein Angebot annehme, was wird passieren? Wir können theoretisch noch laden.
Daher können wir gerne gucken, was es damit auf sich hat. Wie gesagt. Wir sind im Geschäft. Jackpot, Baby. Wusste doch, dass wir uns verstehen. Hier ist dein erstes Gehalt. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Und die Präsi gehört dir, solange du willst. Wenn du bereit bist, die Pferde zu satteln, dann findest du mich in der Casino-Etage. Da gehen wir die nächsten Schritte des Plans durch. Ring-a-ding, Baby. Tschüssi. So, fallen irgendwelche Quests weg? Nee, ne? Ich will den Platin-Chip. Gut. Wir bringen ihn jetzt einmal kurz um. Nur einmal kurz. Er hat tatsächlich den Platin-Chip und Maria, was mir sehr gefällt, wobei die eigentlich keinen Schaden macht. Ich werde mal kurz laden. Das Gute ist, wir können ihn jederzeit umbringen. Wie lade ich nochmal? Genau. Wir können ihn jederzeit umbringen, Freunde. Das heißt, wir können sein Spielchen mitspielen. Für eine Weile. Und dann werde ich ihn umbringen und den Chip holen. Das ist doch mal eine gute Idee, oder? Jetzt, wo du ja, und ich... Ja, ist okay. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich rekonstruiere das jetzt alles hier und dann haut rein. Euer Zero. Tschüss. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Egal. Tschüss.